Der Mai begann bereits mit einem kosmischen Paukenschlag zum Neumond im Stier und der partiellen Finsternis. Und jetzt bekommen wir den heftigsten Vollmond des Jahres zu spüren, was dies alles für Auswirkungen auf unser Leben haben kann und wie wir uns am besten darauf vorbereiten können, erfährst du in meinem Video. Also, ich freue mich auf dich. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nerijana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und sind eins der größten Online-Portale für spirituelle Weiterbildung. Und wenn du immer gerne die neuesten Nachrichten und Botschaften der geistigen Welt erhalten möchtest, darfst du meinen Kanal abonnieren und ich danke dir jetzt schon dafür. Ja, und heute geht es um diesen ganz heftigen Vollmond, Blutmond und der Mondfinsternis. So viele Energien treffen aufeinander. Und ich kann euch sagen, dieser Vollmond, dieser Tag, der 16.5., ist in seiner Energie dreimal stärker, als wir es von einem Vollmond gewohnt sind. Macht euch auf was gefasst. Es ist ein riesengroßes astrologisches Himmelsereignis, was uns bevorsteht. Die Erde schiebt sich zwischen Mond und Sonne und dadurch liegt der Mond im Schatten und dieser Schatten ergibt die Mondfinsternis. Das ist ein seltenes Spektakel, Himmelsspektakel sozusagen und wer möchte, kann sich das natürlich anschauen. Aber dennoch, auch wenn man es nicht anschaut, werden wir die Energien zu spüren bekommen. Denn wenn sich der Mond verfinstert, hat man früher dieses Zeichen als negatives Omen gesehen für Katastrophen, für alles Schlimme, was passieren konnte. Ich sage in dem Moment zu euch, ist es wichtig, sich auf diese Ereignisse vorzubereiten. Und ich werde euch auch Lösungen sagen, was man tun kann, damit man mit diesen Energien einfach gut umgehen kann. Es heißt ja auch der Blutmond. Und der Vollmond steht im Zeichen des Skorpions. Jetzt ist der Skorpion eines der tief fühlendsten Sternzeichen, der tiefgründigsten Sternzeichen und hat sehr viel mit Gefühlen zu tun. Und aus diesem Grunde können sehr viele Emotionen hochkommen und sich zeigen. Und das ist manchmal nicht so schön für uns. Wir wissen, dass dies passieren kann und können dann jetzt schon mit dem Wissen dann auch ganz anders mit diesen Gefühlen umgehen. Es kann also sein, dass du zum Beispiel auf einmal ein Karma erlebst oder gezeigt bekommst, wo du sonst keinen Zugang dazu hast. In dem Moment erschrick nicht so sehr, sondern versuche es anzunehmen und vor allen Dingen dir anzuschauen. Denn es ist ja immer die Gelegenheit, daraus zu lernen und auch eine große, schöne Heilung daraus entstehen zu lassen. Diese Intensität, die uns jetzt durch diesen extrem starken Vollmond und der Mondfinsternis einfach überrollt, kann auch etwas Neues in uns hervorbringen. Dadurch, dass wir die alten Dinge anschauen und vielleicht Lösungen finden, neue Lösungen finden, kann sich etwas Neues, Schönes entwickeln. Wir sollten jetzt in diesen Tagen unseren Fokus immer versuchen, auf das Positive zu lenken, denn dann wird es alles besser. Wir sollten auch versuchen, Dinge loszulassen, die uns so sehr belasten. Wir werden am Ende des Videos eine ganz intensive Traumata-Heilanwendung mit dieser Mondenergie machen. Und da freue ich mich besonders darauf, denn sie wird durch diese Energie besonders stark wirken. Also es ist gleichzeitig auch eine sehr starke Heilung jetzt zu erwarten. Durch diesen intensiven Energiemix
von Emotionen können sich auch plötzlich rasche Veränderungen ergeben. Die können sich positiv oder negativ ergeben. Da kommt es immer darauf an, auf welchem Stand man gerade in seinem Leben ist. Und du kannst es natürlich steuern, indem du dich den positiven Wendungen hingibst oder vielleicht auch positive Lösungen für dich suchst. Wir sollten unbedingt Schatten und Licht auch anschauen und daraus unsere Transformation in das Positive hineinziehen. Denn diese Energien, gerade vom Skorpion, helfen uns, ganz tief in uns hineinzublicken und ganz tief die Dinge zu lösen, die wir sonst nicht greifen können, die wir nämlich dann meistens versteckt haben und so für uns nicht sichtbar sind, aber uns dennoch unbewusst beeinflussen. Und das ist die große Chance an diesem Tag, diese Energien zu nutzen. Es ist eine große Transformation, die jetzt nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern natürlich auch für die ganze Menschheit, die diese Energien empfangen, eine Lösung bereitstellt. Es ist einfach eine ganz große Veränderung möglich und das wünsche ich mir ja so sehr, diese Veränderung, dass wir in den Frieden hineinkommen. Und es ist wichtig, dass wir selbst in uns die Dinge suchen, die noch nicht im Frieden sind. Denn erst wenn wir mit allem im Frieden sind, kann sich der Frieden auch im Äußeren zeigen. Und das ist ja gerade jetzt ein ganz wichtiges Thema, diesen Frieden einfach auch zu unterstützen. Es ist wichtig, mit einer besonders guten Vorbereitung durch diese Zeit jetzt hindurchzukommen. Und diese Vorbereitung, die ist einfach im ersten Punkt das Wissen, dass etwas kommt, was uns total aus dem Häuschen bringen könnte. Und aber auch, dass wir mit bestimmten Tätigkeiten in unserer Mitte bleiben können und dann mit diesen Punkten, die sich uns zeigen, arbeiten. Das heißt also, als Empfehlung von mir, mach ein bisschen Yoga, kümmere dich um deinen Körper, geh in dich, kommuniziere mit deiner Seele, mach Spaziergänge oder Meditationen. Also tu Dinge, die dich näher zu dir selbst bringen. Und wenn eben starke Gefühle aufwallen oder du eben Dinge erlebst, die du eigentlich gar nicht gut findest oder wenn du einfach ja tatsächlich aus dem Häuschen kommst, aus dem Gleichgewicht geworfen wirst, dann empfehle ich dir einfach diese Meditation zu machen, die wir jetzt gleich im Anschluss machen werden. Denn damit kannst du so viel auflösen und so gut wieder in deine Mitte kommen. Denn diese anstrengenden Tage jetzt mit dieser Mondfinsternis, die haben so ein großes Potenzial, um uns zu unterstützen, um uns zu heilen und neue Wege zu gehen. Und wenn ihr so überlegt, was gerade im Außen alles passiert, es ist wichtig, dass wir alle neue Wege gehen. Es ist so wichtig, dass eine Änderung geschieht und wir wieder in die göttliche Liebe hineinkommen, also die gesamte Menschheit. Ich weiß, dass die Zuschauer, dass ihr dies alles in euch tragt und schon lange auf diesem Weg der Liebe unterwegs sind. Aber es gibt ja auch noch andere Menschen im Kollektiv, die diese Unterstützung brauchen. Und dafür sind wir ja da. Es kann also auch tatsächlich zu plötzlichen Veränderungen kommen, auf die wir gar nicht gefasst waren. Und dann sollte man erstmal tief Luft holen, in sich gehen, sich neu sortieren und schauen, was kann ich mit diesen Dingen tun? Wie kann ich damit umgehen, sodass es in die positive Richtung geht? Das sollte unser Augenmerk sein, immer die positive Richtung. Und jetzt freue ich mich auf euch, denn wir werden zusammen dieses wundervolle
Mondritual zum Auflösen von alten Traumatas, von tief sitzenden Traumatas vollziehen. Und das ist so eine wunderschöne Sache. Genauso wie die Kanalmitglieder wissen, dass bei uns im Kanal jeden Monat eine wundervolle Energie weitergegeben wird, die auch eine ganz große Heilung bewirken kann. All dies sind Dinge, die ich euch von Herzen gebe, um die Menschheit zu unterstützen, kraftvoll zu werden und das Licht und die Liebe in sich selbst auszudehnen. So dient jetzt auch diese Übung dazu, die Menschen zu heilen. Und vielleicht mögt ihr ja dieses Video teilen, damit noch mehr Menschen diese große Heilung erfahren können. Natürlich kann man, wenn man möchte und ganz intensiv an sich arbeiten möchte, bestimmte Webinare besuchen, um da noch mehr einzutauchen. Ihr findet alle interessanten Links unter diesem Video. Und jetzt lade ich euch ein, diese wundervolle Heilsitzung mit der Mondenergie, dieses Ritual auf allen Ebenen zu genießen. Wir beginnen jetzt mit dem Ritual. Bitte suche dir einen Platz, wo du ungestört sein kannst. Dieser Platz soll bequem sein, wo du dich hinsetzen oder hinlegen kannst. Sorge dafür, dass du in der nächsten Zeit nicht gestört wirst. Schließe deine Augen und atme ein paar Mal tief durch. Atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Spüre mit jedem Atemzug, wie sich dein Körper mehr und mehr entspannt. Stell dir nun vor, dass du in einem wunderschönen Garten bist. Du siehst einen Weg vor dir und beginnst zu laufen. Während du gehst, bemerkst du, dass der Weg immer schmaler wird. Und plötzlich endet dieser Weg und du siehst einen großen Baum vor dir. Du weißt, dass dies der Baum des Lebens ist. Dann wandert dein Blick hinauf zum Vollmond. Und du spürst, wie seine Energien in deinen Körper fließen und dich mit Kraft erfüllen. Wenn du den Mond anschaust, erkennst du ein helles Licht, welches von ihm ausgeht. Dieses Licht, dieser Lichtstrahl, umgibt dich nun und schützt dich. Er wird dir helfen, deine Traumata und Ängste zu lösen. Richte nun deine Aufmerksamkeit auf den Baum des Lebens. Der Baum ist groß und stark. Seine Wurzeln sind tief in der Erde verankert. Er symbolisiert deine Verbindung zu Mutter Erde. Wenn du den Baum anschaust, siehst du, dass seine Blätter mit Licht gefüllt sind.
diese Lichter stehen für deine Ängste und Traumata. Stell dir nun vor, dass du all deine Ängste und Traumata aus deinem Körper herausnimmst und sie in den Baum legst, denn der Baum wird sich jetzt um sie kümmern. Du fühlst dich schon jetzt leichter und freier. Berühre den Baum und berühre seinen Stamm. Spüre, wie seine Energie in deinen Körper einfließt. Es ist die Energie der Liebe und der Heilung. Beginne nun, um den Baum herumzugehen. Während du gehst, spürst du, wie sich deine Ängste und Traumata von deinem Körper und Geist lösen. Du spürst es mit jedem Schritt, den du gehst. Sie fallen ab wie Blätter vom Baum. Geh einfach weiter, bis du dich leichter und freier fühlst. Nach einer Weile fühlst du dich ganz leicht und frei und weißt, dass alle Traumata und Ängste, welche dich im Moment sehr belastet hatten, gelöst wurden, so wie es richtig und gut für dich ist. Freude und Leichtigkeit stellen sich ein. Du fühlst dich auf einmal glücklich und frei. Und du fühlst, dass es jetzt an der Zeit ist, dass du dein Leben in vollen Zügen genießen kannst. Denn du hast nun Platz für neue, schöne Dinge, für Freude und Leichtigkeit in deinem Leben geschaffen. Du bist jetzt bereit, dem Leben mit einer neuen Perspektive zu begegnen. Atme ein paar Mal tief durch und wenn du bereit bist, öffne deine Augen.
Trinke etwas Wasser und strecke deinen Körper. Du hast soeben das Ritual abgeschlossen. Nimm dir heute etwas Zeit für dich selbst, um dich zu entspannen und darüber nachzudenken, was du erreicht hast. Und dann bewege Hände und Füße und sei wieder ganz in deiner Dimension. Komme vollkommen im Hier und Jetzt an und fühle noch einmal diese Leichtigkeit und diese Freude. Du hast es geschafft. Ihr Lieben, es war ziemlich intensiv. Ich würde euch empfehlen, jetzt so ein bisschen euch Zeit zu nehmen für euch selbst und nochmal zu reflektieren, was gerade geschah. Und ich empfehle euch auch, dieses Ritual wirklich ab und zu wiederholen, um einfach, sobald etwas Negatives kommt und euch schwach machen möchte, das gleich aufzulösen. Und das geht so gut mit diesem Baum des Lebens. Das geht so wunderschön mit dieser starken Energie, diese Vollmondenergie, die ja heute hier eingeflossen ist und die immer in diesem Channeling, in dieser Meditation sein wird. Diese Energie wird niemals weg sein. Und so wird es jedes Mal, wenn du das wiederholst, für dich eine neue große Heilung geben. Ja, ihr Lieben, dann wünsche ich euch ganz viel Freude mit der extremen Vollmondenergie. Lasst euch nicht so sehr aus der Mitte bringen, sondern orientiert euch an eurer Herzensliebe und habt Verständnis für die anderen Menschen, denen es vielleicht nicht so gut geht wie euch. Ja, und wenn ihr immer die neuesten Botschaften oder die schönen Rituale von mir erhalten möchtet, dann dürft ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Ich danke jetzt schon dafür. Wir sehen uns, wenn du möchtest, beim nächsten Video. Muah.